Ja, dieses Video heute wird ein etwas anderes Video. Es wird ein Video, was durchaus ein sehr trauriges Video ist, was ich mir ganz anders vorgestellt habe. So emotional und ausführlich spricht Fiona Erdmann über die Fehlgeburt ihres Babys. Ende April verkündet das Model seinen Fans eine zuckersüße Nachricht. Wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes ist das ehemalige GNTM-Girl wieder schwanger. Doch nur kurz nach dieser wundervollen News meldet sich die Beauty bei ihren Fans mit einer erschütternden Neuigkeit. Fiona verliert in der 18. Schwangerschaftswoche ihr Baby. So nahe liegen Freude und Leid beieinander. Noch vor ein paar Tagen waren wir die glücklichste Familie der Erde. Seit Mittwoch, nach einer normalen, routinemäßigen Ultraschalluntersuchung, ist unser Herz gebrochen, schreibt sie im Netz. In einem sehr emotionalen Video schildert Fiona nun, wie es ihr aktuell geht. Mit diesem Clip will sie vor allem anderen Frauen helfen, die Ähnliches durchleben. Und das, obwohl es ihr selbst nicht gut geht. Aber ich bin immer noch in dieser Bubble irgendwie, in der es alles noch für mich total unreal ist und irgendwie ja noch lange nicht überstanden ist. Denn für sie und ihren Verlobten kommt diese Fehlgeburt aus heiterem Himmel, wie sie in dem Video erklärt. Das Baby war von Anfang an einfach total, also es war total agil, es hat die ganze Zeit sich bewegt, es war alles so. Ja, es war einfach alles so perfekt. Alles verläuft wie am Schnürchen. Einen kleinen bitteren Beigeschmack verspürt die 32-Jährige dennoch. Ich habe in der Schwangerschaft davor mit Leo ja wirklich mit einigen Komplikationen zu kämpfen gehabt. Und dementsprechend habe ich auch jedes Mal Angst vor dem Ultraschall gehabt. Und das war bei jedem Besuch so. Und das war auch bei dieser Schwangerschaft so, dass ich einfach irgendwie die Male davor immer zum Arzt gegangen bin und einfach gedacht habe, einfach so da gelegen habe und gedacht habe, bitte, bitte, lass alles in Ordnung sein. Das Model ist jedoch bis zum Schluss optimistisch, dass alles gut verläuft. Am Tag der alles entscheidenden Untersuchung merkt Fiona allerdings schnell, dass irgendetwas faul ist, wie sie verrät. Dann hat sie diesen Ultraschall angefangen und ich habe sofort gesehen, dass das was nicht stimmte. Ich habe sofort gesehen, dass unser Baby einfach da ganz still lag und dass da kein Herzschlag war. Für die werdende Mama ein absoluter Schock, denn ihre Ärztin bestätigt ihr tatsächlich, dass ihr Baby nicht mehr lebt. Wir haben geplant, wir haben es einfach schon irgendwie so in unsere Familie mit eingebaut, in Anführungsstrichen. Und das kam echt wie so ein Hammerschlag, ne? Weil man natürlich, also der fachliche Ausdruck heißt Missed Abortion und das bedeutet, dass man halt einfach gar nicht mitkriegt, dass das Kind halt einfach nicht mehr lebt und dass das Kind halt einfach, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen. In diesem Moment ist Fiona so schockiert, dass sie nur ihren kleinen Sohn in den Arm nehmen kann und ihn festdrückt. Für sie und Mo ist der kleine Mann zuletzt einfach die allergrößte Stütze. Auch wenn ich sehr traurig bin, habe ich das Gefühl, dass ich sehr stark mit dieser Situation umgehe und dass ich sehr gut mit dieser Situation umgehen kann. Trotz des Schmerzes und der Trauer über diesen Verlust gibt ihr ungeborenes Baby der Ex-GNTM-Kandidatin viel Kraft. Sie lernt noch einmal mehr zu schätzen, was sie im Leben hat. Genau daran hält sich Fiona nun auch fest. Und mit diesem Video beweist sie einmal mehr, wie viel Stärke in ihr steckt.